Hallo und willkommen zurück zu SmackDown vs. Raw 2010 mit mir und meiner Freundin. Hi Leute. Okay, und wir sind auf dem Weg zum Royal Rumble. Wir werden leider nicht dran teilnehmen. Glück für mich. Warum werden wir nicht dran teilnehmen? Weil wir Champions sind. Wir nehmen nicht an dem Royal Rumble teil, sondern wir sind in den Titelmatches. Ah. Weil wir den verteidigen müssen. So. Ich bin wahrscheinlich als erstes dran. Ach, ich darf mir auch noch meinen Gegner für den Championship-Match heute Abend aussuchen. Und ich wähle, weil er mir so gut gefällt, den Undertaker. Du spinnst doch. Ich weiß, dass ich spinne. Aber... Ich liebe Herausforderungen. Ganz ehrlich. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Was der von mir will. DX. Was DX? Steht da. Ja. Aber ich gehöre in diesem Match nicht der DX an. Und was, das soll schwer sein. Komm, steh auf. Okay, okay, okay. Ich habe mich gehört, du bist schwer. Fertig. Tu ich. Schlag mal wieder einen Chirica und hol dir einen Stuhl. Das fand ich richtig geil. Steht da wie so ein riesiger Bär. Da soll auch mal eine kapieren. Ja, das mache ich vielleicht nachher mal. Aber ich kann disqualifiziert werden, wenn ich den Chiri zu oft schlage. Deswegen lasse ich es meistens. Außerdem, der wehrt sich manchmal. Ja, ich hab's gesehen. Das ist doch voll die Pussy. Ja, durch Zufall erwischt man den wirklich mal. Aber du hast gesehen, wo ich mal hingeflogen bin, wo ich in die Richtung des Chiris gelaufen bin. Das war, weil ich einen Move machen wollte und der hat ihn abgewehrt. Boah, was? Die Chiris sind einfach nur Pussy. Ja, sind sie auch. Die schubst man rum und dann heulen sie rum. Ich sag nur das mit dem Steel Cage Match. John Cena vs. Big Show. Ja. Wo kein Chiri mehr da war. Ja. Aua! Ah, ich krieg hier gerade voll die Hucke voll. Sie rufen und sie kriegen es. Mich, Triple H. Und, au! Au! Mach doch mal was, du bist so angespeuert hier. Mach was! Auf die Fresse fliegen. Ja, genau, super. Hier, jetzt schubt sich den Undertaker weg und jetzt kriegt er von mir so eine voll geile Attacke. Naja, Triple H hat nicht die besten Attacken. Ich finde, von meinen selbstgemachten Attacken sind immer die geilsten. Ja, der kommt ja auch rein. Das ist so ein Monster, das ist ein Monster. Ja, aber, Augen. Aber nur in Smack... Also, nee, in WW12 ist er drin. Also in den anderen Spielen habe ich leider keinen Selbstmach-Wrestler, noch nicht. Hatte ich mal, aber meine Speicherdaten sind ja leider aus den scheiß Gründen, dass... die Spieldaten von WWE-Spielen meistens gesichert sind und nicht auf eine andere Festplatte rüber geswitcht werden können. Finde ich scheiße. Sonst hätte ich jetzt alle meine Wrestler wieder da. Oh nein. Ich hatte so gute Wrestler. Ich hatte Gendorf, ich hatte Dracula. Alles so richtig geil. Und oh nein, der hat einen Finisher. Warum hat der Arsch einen Finisher? Der hat keinen zu haben. Ich bin doch derjenige, der hier dem Gegner... Oh nein, 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 nein. Nein! Scheiße! Ey, wenn er jetzt dadurch gewinnt, das wäre jetzt echt peinlich. Mies. Au! Oh Mann, fertig. Der kommt noch wohl schon locker raus hier. Zehnfach, ey. Was zum... Alter! Wirst du damit aufhören, Undertaker? Alter, jetzt muckt er auf. Ey. Sag mal, der hat irgendwas genommen. Ja, er will nicht verlieren. Ich habe ein Signature gehabt und schon dreht er am Rad. Jetzt mach ich mal hier Move. Au. So einfach lasse ich mich nicht abfertigen. Was zum? Okay. Ich dachte, ich hätte ihn gehabt.
dachte, ich hätte ihn gehabt. Was ist passiert? Back in the ring. Back in the ring. Ja, back in the ring. Und jetzt, aua. And that's a beautiful counter by the Undertaker. Oh, disconnect. Ich krieg hier voll. Au. And down he goes. Nein. Oh nee, ne. The Undertaker is a great strike. Nein, nicht old school, nicht old school. Wer dich? Kann ich nicht, ich bin schon mitten im Move. Ah. Ich glaube, wenn er mich jetzt. Nein. Nein. Der hat mal aus dem Finisher. He's got an opportunity. Mach den mal den Finisher irgendwie weg. Oh, ich gehe lieber wieder. Diese scheiß Kamera nervt mich auch voll. Ja, das mit Bayern bleibt, wenn man auf dem Ding ist. Ah. Yeah! Scheiß Schiri. Guck dir mal, der Bock voll ab. Ich will den Schiri, weil ich will meinen Gegenstand benutzen. Ich bin so viel. Ist auch geil. Divas. Das ist so ein Idiot. Ja, Divas sind cool. Divas sind die Zukunft der WWE. Yeah. Am Arsch, ich weiß. Ja, guck mal, jetzt töte den Hessig. Nee, ich töte den Undertaker, das ist, glaub, obwohl Tote kann man nicht mehr töten, das ist Tote, Mann. Boah, und nochmal Fists hier, das ist effektivste Attacke, die ich machen kann. Obwohl, ich kann ihn ja mal versuchen, so richtig festzugreifen, aber ich glaube dann... Der wehrt sich. Da wehrt er sich wirklich. Bam. Dreh dir mal in die Eier. Ich trete den ganz woanders hin. Wo? In den Hintern. Oh, warte. So. Gut, aber nicht so weh, wenn du von hinten drehst. Warum machst du jetzt mal... Ja, und er ist am Taumeln. Ich hab ihn. Ja, yeah, Pedigree. Und Abschluss. Bam. Oha, du hast ihn voll eingegeben, der blutet. Oh ja, und das ist von meinem Signature gewesen, nicht von meinem Finisher. Und das war's. Was? Was? Nein! Nein! Nein, das kann nicht sein! Der kann nicht noch immer leben. Hallo, der blutet. Mach mal den Hurensohn tot. Cool, der blutet. Der kann nicht schon mal aufstehen. Jetzt reicht's. Hallo! Scheiße. Ah, ich lieg hier unbequem. Oh nein! Was macht der? Nein, ich verliere nicht. Ich bin immer noch stärker als er. Der macht mir langsam Angst. Wer weiß, vielleicht ist er auch Legende. Mach mal schnell die Scheiße ab. Das ist eine Großveranstaltung, vielleicht ist er deswegen so stark. Alter, jetzt gehst du mal schön. Aua. Sag mal, hörst du auf? Hörst du auf, mich zu massakrieren? So, und jetzt hoch mit dir und in die Ecke mit dem Ringpfosten. Auch so. Was? Boah, toll, der ist wieder dran oder was? Dann war er woanders. Genau da oben. Die Kamera hat sich gedreht. Was für ein Scheiß. Daneben. Boah, nimm ihn wieder rein. Uff. Boah, ey. Ach nein, nicht da rein. Da raus meine ich. Rein. Jetzt schnappen wir und ab in die Ecke. Sommer. Der will nicht. Irgendwie will er die Ecke nicht treffen. Er hat mich getroffen, obwohl ich weggegangen bin. Okay. So, jetzt. Vielleicht klappt's jetzt. Nein!
Ich drücke in die Ecke! Ich drücke echt in die Ecke, was soll das? Ja, endlich! Und bam! Und jetzt! Ey! Alter, das ist ein hartes Match, ich gegen Undertaker. Du kriegst wie? Es. Du hast dich am. Stimmt. So, jetzt gehe ich hoch. Das nenne ich mal groß veranstaltungswürdig. Steh auf. Steh auf, Undertaker. Steh verdammt nochmal auf. Jetzt ist er auch nicht mal am Arsch. Und wenn er da rauskommt, dann ist das... Dann ist der Schiri im Arsch. Dann glaube ich eher, dass das mir so ein WrestleMania-Moment ist. Aber das ist ja gar nicht WrestleMania. 1, 2, 3, das war's. Er kommt nicht mehr raus. Boah, was ist Glück, Alter. Boah, freu dich auf dein Match. Obwohl, bei dir machen wir ja einen Schwierigkeitsgrad runter. Ja, ist das aber nicht gut. Er wird nur ein bisschen schwerer sein als die normalen Gegner. Du musst schon ein bisschen näher rankommen, Schatz, damit man dich auch gut hört. Immer wieder ein Problem. Besonders wenn du dran bist. Ja. Du hast deinen Titel. Ja. Wenn jemand übrigens weiß, wie man am besten zu zweit aufnehmen kann, wenn man jetzt in einem Raum ist. Wo ist eigentlich das Blut Bescheid. Hin? Welches Blut? Ich habe kein Blut. Du warst geblutet, du hast Telefon. Für dich. Ja. Mach deine... Oh, das scheiß Controller, ey. Sieht wieder aus, ja. Ja, jetzt brauche ich mal erst 10 Jahre, bis er mich anschaltet. Posteingang. Und geht's. Ey, nee, oder? Yeah. Ich trage meinen Gürtel noch. Ja, aber ich nehme dir jetzt ab. Nein, du nimmst meinen nicht ab. Du musst verteidigen gegen jemand anderen. Aber irgendwann kämpfe ich aber auch gegen dich. Ja, das ist ganz am Schluss, denke ich mal. Ja. So. Halt, nein, diesmal aber. Ja. Normal auf X. So, jetzt. Und bestätigen. Ich hab Punkt und, da ist. Ja, aber du musst auf bestätigen noch gehen und nicht Kreis drücken jetzt. Weil das war letztes Mal das Problem. Ach so. Und jetzt Raum verlassen. Ja, ja. Und da bin ich mal gespannt, gegen wen du musst. Gegen Chris Jericho! Oh, nicht schon wieder. Warum gegen ihn? Alles. Wer hat seine Rückmatch-Klause? Das ist unfair. Dann hau ihn um. Oh, was für eine Fist, Alter. Da ist er noch böse. Trotzdem, das sieht er. Don't touch me. Geil. Der hat aber die Haare nicht lang. Ja. Wo er die Haare lang hatte, war der richtig cool. Und sah halt nur scheiße aus, war aber richtig cool. Nee. Nicht cool, lange Haare. Wo will der Jericho hin oder will er wieder eine Leiter, eine Treppe holen? Das ist... Ah, guck mal, der Schiri kackt rum. Ja. Wo willst du denn hin? Ich will... Und er trifft dich. Ja, super, jetzt will ich mal raus. Ja, das könnte jetzt noch ein bisschen Jahre dauern. Wir haben übrigens nur noch zwei Großveranstaltungen nach dieser. Ja, der kommt! Oh, scheiße, die Eier! Das hättest du nicht sagen sollen, ne? Oh, mein. Und helfen kann ich dir nicht. Leck, scheiße, warum? Ja, weil die Aufnahme wieder eine neue, also Fred startet eine weitere Aufnahme. Dann leckt es immer. Ist leider so, kann ich nicht ändern. Fraps kann nur bis zu 4 GB aufnehmen. Und danach eine neue Aufnahme starten. Was dachte der Kamera? Komm rein, du Bruch. Dann hol ihn rein. Stick. Voll erwischt. Ja, der kriegt auch. Voll der. Guck mal, der Schiri ist voll der Hitler. Ah. Oh, pass auf! Fuck! Aber der hat schon, also wie lange darf er eigentlich draußen bleiben, weil der hat schon bis drei. 10. Ah. Also bei 10 sollte man schon längst drin sein, weil wenn er sagt 10, dann war es das. Hallo. Und nein.
Au. Schaffst du noch. Sag mal, hallo, ich bin keine Fußmatte. Du weißt schon, wo man abblockt, ne? Frag nur, ob du es noch weißt. Ist ja schon etwas her, wo wir aufgenommen haben, die letzten Part. Circa eine Woche. Yay. Yeah. Nee, die Maus. Mach halt die scheiß Maus weg. Die ist weg. Die Zuschauer haben noch nicht mal die Maus gesehen, denke ich mal. Natürlich haben die sie gesehen. Nee, weil ich das rausgemacht habe. Wenn sie sie gesehen haben, dann stimmt was mit Fraps nicht. Oh. Na, Alter. Gekratzt. Miese Aktion Jerichos. Und bam, er kriegt wieder eine Clothesline. Musst auf jeden Fall Finisher voll machen. Und ich hoffe, bei dir geht er wenigstens tot nach einem Finisher. Undertaker hat ja richtig viel ausgehalten. Hätte ich einen anderen Gegner gewählt, das wäre ja luschig gewesen. Wieso, die sind auch gut. Ja gut, Jeff Hardy MVP, aber nichts. Jericho greifen und greift die fläschigen Schiri am Arsch. Jo. Aber dem geht's noch gut. Toll. Aber du hast auch nicht viel Zeit, wenn du den K.O. geschlagen hast, einen Gegenstand zu nehmen. Ja, ich wollte ja auch nicht. Und du musst den Gegenstand dann, wenn du siehst, dass er wieder aufsteht, sofort aus der Hand legen. Ja, aber der ist sowieso. Yeah. Voll der Schulterblock. Jericho bleibt liegen, nein, doch nicht. Yeah, greif ihn. Was machst du da? Ich weiß nicht. Das war. Lass mich mal aufstehen, hallo? Das ist Jericho, der will dich nicht aufstehen lassen. Doch. Jawohl, gib ihm Faust hier. Noch weiter. Ja, genau. Ja genau, mach ihn fertig. Ich will meinen Finisher mal haben, Alter. Du darfst nicht so oft den gleichen Move machen, dann kommt er schneller. Ja. Das heißt auch mehr die Greif-Moves benutzen. Nicht nur Schlag, sondern auch Greif-Moves. Nicht Kreis, sondern ja. Den Stick. Ich sag nur. Genau, sowas zum Beispiel. Immer variieren. Das zum Beispiel war doch mal geil. Ich kann auch starke Greifmoves machen, aber das ist so schwer. Na, no.